Verehrte Zuschauer, wir berichten von der 19. Jahreshandelsblatt-Tagung hier in Berlin, der HELS 2014. Einmal im Jahr treffen sich die führenden Herren aus dem Bereich Krankenhäuser, Politik, Pharmaindustrie, um das weitere Vorgehen im Bereich unseres Gesundheitswesens zu besprechen. Und wir freuen uns auf interessante Interviews und wichtige Informationen hier von der HELS 2014 in Berlin. Eröffnet wurde der Kongress von dem renommierten Gesundheitsökonomen Prof. Dr. Jürgen Wasem von der Universität Duisburg-Essen. Nun, es ist richtig, dass wir auch im Gesundheitswesen zunehmend an finanzielle Engpässe stoßen, weil die Bürger ihr Geld auch für andere Dinge ausgeben wollen. Und insofern ist es zunehmend wichtig, dass man auch betriebswirtschaftliche Dinge vernünftig beherrscht, sprich eine Arztpraxis, ein vernünftiges Managementsystem hat und auch ein Krankenhaus. Das ist ja zunehmend auch der Fall, tatsächlich sich auch als eine Einheit versteht, die wirtschaftlich vernünftig arbeitet. In einigen Vorträgen kamen besonders die Themen Umbau der GKV-Finanzierung, die Krankenhausfinanzierung nach Qualität und Leistung sowie die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsgesetzes zur Sprache und wurden lebhaft diskutiert. Am Abend des ersten Konferenztages hatten die Teilnehmer im Rahmen einer Führung die Gelegenheit, die prächtige Kuppel des Reichstages zu besichtigen. Anschließend konnten sie auf der Dachterrasse den atemberaubenden Blick über das beleuchtete Berlin genießen. Beim festlichen Abendessen im Dachgartenrestaurant gab es vielfältige Gelegenheit, sich über die Themen der einzelnen Foren auszutauschen. Am zweiten Kongresstag teilten sich die Teilnehmer in zwei Gruppen. In einem Forum wurde über Fragen der Krankenhausfinanzierung diskutiert, im anderen zum Thema Medizintechnik gesprochen. Besonders der Vortrag von Hans Wohrmann, dem Geschäftsführer der Janssen Zielag GmbH, zur Entwicklung innovativer Pharmaunternehmen hin zu Gesundheitsunternehmen, fand großes Interesse. Und zum Erfolg einer Therapie gehört mehr als die gute Medikation. Zum Erfolg gehört eben auch die gesamte Gestaltung des Therapieprozesses. Werte Zuschauer, das war unser Bericht von der 19. Handelsblatt-Jahrestagung und ich hoffe, die neuen Informationen zu unserem Gesundheitssystem waren für Sie interessant und wir sehen uns wieder hier auf Medizin TV.